Den gründlichen Bürstenstrich lässt er sich gern gefallen. Und fertig ist Happy vom Haus Schaan für den Wettbewerb. Der deutsche Schäferhund ist einer von 160 Vierbeinern, die auf der nationalen Schäferhundmeisterschaft in der ostpakistanischen Stadt Lahore um die Plätze ringen. Syed Abbas, ein Autoverkäufer, ist vernarrt in seinen Schäferhund und hofft auf einen vorderen Rang für seinen Schützling. Warum sind Schäferhunde in Pakistan so populär? Der deutsche Schäferhund ist eine sehr vielseitige Hunderasse. Sie arbeiten hart und sind sehr intelligent. Meiner hier zum Beispiel spielt mit meinem dreijährigen Neffen daheim und gleichzeitig ist er Wachhund. Ich nehme ihn nicht einmal an die Leine, wenn ich spazieren gehe. Schäferhunde in Pakistan werden ganz klar von einem deutschen Experten begutachtet. Unter den strengen Augen von Hans-Peter Rieker, ehrenamtlicher Zuchtrichter, müssen sich die langhaarigen Vierbeiner von ihren besten Seiten präsentieren. Der baden-württembergische Ingenieur ist vom pakistanischen Schäferhundeclub extra eingeladen worden. Also ich war das erste Mal hier vor 20 Jahren. Das war in Karachi und dann vor 4 Jahren in Islamabad und nun hier in Lahore. Man sieht hier eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Die Leute orientieren sich am Standard in Deutschland. Und also ich bin überrascht von der Entwicklung, auch von den Gegebenheiten, was ich heute hier vorfinde. Also sehr positiv überrascht. Um die begehrten Trophäen wird in 10 Kategorien gerungen. Einige Tiere stammen aus einheimischer Zucht. Zahlreiche Besitzer haben ihre Hunde in Deutschland gekauft. Alle Hunde haben deutsche Echtheitszertifikate, die meisten Tiere auch deutsche Namen. Das Wettbewerbsprozedere ist klar vorgeschrieben. Zuerst nimmt der Zuchtrichter jedes Tier einzeln in Augenschein. Dann müssen die Hunde mehrere Runden im Kreis laufen. Alles wird begutachtet. Augenfarbe, Kopf, Schulterhöhe, Körperform, Vorhand, Hinterhand und Winkel der Hinterbeine. Hans-Peter Rieker achtet peinlichst genau darauf, dass deutsche Schäferhundnormen eingehalten werden. Dazu zählt auch die sogenannte Schussgleichgültigkeit. Hunde müssen sich im Wesen und im Charakter korrekt verhalten. Dazu gehört auch die Schussgleichgültigkeit. Wenn ein Hund nicht schussgleichgültig ist, bekommt er keine Zuchtbewertung und darf mit ihm nicht gezüchtet werden. Das gehört zum deutschen Schäferhund. Syed Abbas und sein Schäferhund sind an der Reihe. Happy vom Haus Schaan startet mit der Nummer 501 in der Juniorklasse männlich. Abbas lässt seinen Hund von einem Angestellten führen und versucht von außen, Happy zu motivieren, gerade und aufmerksam zu laufen. Alle Vierbeiner schwitzen kräftig unter ihren dicken Fellen und lassen die Zungen weit raushängen. Es ist Mittagszeit und das Thermometer steht bei 30 Grad in der Sonne. Hans-Peter Rieker ist oft als Zuchtrichter im Ausland unterwegs. Dass westliche Medien Pakistan als das gefährlichste Land der Welt bezeichnen, kann der Deutsche nicht nachvollziehen. Unsicher fühlt er sich hier nicht. Also ich bin überrascht, was ich hier gesehen habe, vom Flughafen begonnen. Alles war ganz normale Verhältnisse und das, was oftmals bei uns in der Presse geschrieben wird, kann ich hier nicht nachvollziehen. Sie im Westen sehen uns immer als ein Land, in dem bärtige Mullahs, denen das Wasser aus den Mundwinkeln läuft, wütend auf den Straßen protestieren. Wir aber sind zivilisierte Menschen, so wie Sie. Wir haben Hobbys, wir spielen Golf, wir haben Hunde, wir essen, wir unterhalten uns. Sie im Westen müssen das falsche Bild, das Sie von uns Pakistanis haben, aufgeben. Nach 6 Stunden Schaulaufen in stechender Hitze haben die Schäferhunde den Wettbewerb hinter sich gebracht. Happy ist Zweiter in seiner Klasse. Herrchen ist glücklich, Schäferhund Happy geschafft. Die Hitze hat dem freundlichen Vierbeiner und seinen Artgenossen ziemlich zugesetzt. Als Belohnung wird Herrchen später daheim seinem Schützling mit dem Wasserschlauch eine Dusche spendieren. Kühler Trost nach einem heißen Tag.